Okay, ich fange jetzt an und ich sage, also ich fange mal an mit dem, was mich gestern hat mich so berührt, dass wir gesagt haben, von dem Wort von Franziskus. Papst Franziskus hat gesagt, wir dürfen nicht in uns verschlossen bleiben. Wir sind eine Kirche in Bewegung. Und da merke ich selber immer, oh, ich kenne diese Tendenz, einfach zu sagen, oh ja, ich mache mein Gebetsleben, es ist alles gut und ich praktiziere mein Glaubensleben und damit bin ich eigentlich zufrieden. Und ich merke, dass ich da mich auf mir selbst ausruhe und dass das eigentlich nicht geht. Wenn ich wirklich Kind Gottes bin, dann möchte ich mich bewegen, dann bin ich gerufen, hinauszugehen. Dann habe ich eine Sehnsucht, wirklich zu wachsen und die Botschaft Gottes hinauszutragen, so wie wir das gesehen haben bei Maria. Sie ist von Gott berührt worden. Sie war wirklich ganz Gott verfügbar. Sie war ein Kind Gottes. Und sie ist, nachdem sie empfangen hat, sie ist hinausgegangen. Sie ist geeilt zu Elisabeth. Und ist es, denke ich, auch, dass wir gehen dürfen, dass wir wirklich brauchen, die Zeit bei Jesus zu sein. So sagt Jesus uns das ja selber. Als er seine Jünger gerufen hat, hat er sie gerufen, bei ihm zu sein, und dann hat er sie hinausgeschickt zu verkünden. Und das ist eben diese Bewegung, die Jesus auch in uns hineinlegt, dass er ruft uns, bei ihm zu sein, wirklich mit ihm in dieser Intimität im Gebet zu sein, wie Kinder bei ihrem Vater. Die kleine Therese hat es gesagt, sie hat am liebsten auf dem Schoß ihres Vaters gesessen und dort ausgeruht. Und dieses Ausruhen ist aber irgendwann vorbei. Dann spüren wir, dass wir gedrängt sind, dass wir gerufen sind, hinauszugehen und ihn zu verkünden. Jesus hat das in einem Wort gesagt. Er hat gesagt, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch und dann werdet ihr reiche Frucht bringen. Und so denke ich immer, diese Beziehung, soll ich das nehmen? Einmal umtauschen. Diese Beziehung, die wir zu Gott haben, unsere lebendige Beziehung, diese Bewegung, dass ich hineingehe in die Gedanken Jesu, dass Jesus seine Gedanken, seine Worte wirklich in mir sind. Das ist das, was diese Beziehung, diese Abhängigkeit eigentlich ausmacht. Ohne ihn kann ich nichts tun. Ich brauche sein Leben, er lebt sein Leben in mir. Und Papst Benedikt hat es immer wieder gesagt in seinen Katechesen, dass die Erneuerung der Kirche wirklich eigentlich nur geht durch diese lebendige Beziehung, durch die Beziehung, die jeder Einzelne und die ganze Kirche immer wieder zu dem lebenden Christus hat, der in uns lebt. Und wir wissen, wir leben eigentlich in einem Europa, das wirklich christliche Wurzeln hat. Alles nährt sich daraus, dass wir eine Sozialversicherung haben, dass wir alle diese Dinge haben, dass eigentlich diese christlichen Wurzeln unsere ganze Gesellschaft bestimmen. Aber wir sehen auch, wie unsere Gesellschaft bröckelt, wie wir immer mehr um unser Ego kreisen, wie das alles kaputt geht. Und das kann nur erneuert werden, indem wir Christen, denke ich, wirklich diese Beziehung, diese lebendige Beziehung zu Christus immer leben. Und das muss von uns anfangen und muss wieder unsere Gesellschaft ganz, ganz neu durchdringen. Und auch in der Lehre der katholischen Kirche im Zweiten Vatikanum heißt es eben, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens ist die Eucharistie. Und die Eucharistie ist eben der Ausfluss dessen, wo wir alles das empfangen, wo wir die Liebe empfangen, wo wir die Wertschätzung von Christus empfangen, wo wir genährt werden, wo wir aufgebaut werden, wo wir Leben bekommen. Und wir erleben, dass wir durch die Eucharistie, oder ich erlebe das durch die Eucharistie, wenn ich zur Eucharistiefeier gehe und wirklich mich hineingebe in dieses Geschehen, in diese Hingabe Jesu an den Vater, das geschieht ja in der Eucharistie, dass Jesus sich dem Vater ganz darbringt, dass er neu das Opfer bringt und dass die Frucht dieses Opfers uns zuteil wird. Und ich kann daran teilnehmen, wenn ich mich selber mit darbringe, wenn ich mit in dieses Opfer hineingehe.
und ich merke, in der Verwandlung werde ich verwandelt. So wie ich in die Heilige Messe hineingehe, so komme ich auf keinen Fall wieder heraus. Wenn ich wirklich mich hineingebe, ich erlebe es ganz oft, dass ich mit konfusen Gedanken, mit Schwere in die Heilige Messe gehe. Ich kann es dem Herrn darbringen und er schenkt mir ein neues Denken. Ich komme aus der Heiligen Messe heraus, ich sehe die Menschen mit einem anderen Blick. Ich fange an, wirklich anders zu denken und anders zu handeln. Ich spüre, nach der Messe gehe ich hinaus und habe eine neue Sendung. Der Herr sendet mich neu in diese Welt hinein. Und das, denke ich, dürfen wir ganz ernst nehmen, weil ich habe Christus empfangen. Er lebt jetzt in mir. Ich darf wissen, durch die Eucharistie verwandelt er mich in meinem Inneren. Nicht mehr ich lebe, Christus möchte in mir leben. Und das muss ich zulassen. Ich darf mich selbst ein bisschen sterben, ich darf mich selbst aufgeben und darf gucken, dass Christus mehr in mir lebt. Ich bin, so wie wir es gestern gehört haben, eine neue Schöpfung in meinem Denken und in meinem Handeln. Und ich denke, was wir gelernt haben gestern in diesem Vater Unser, das Vater Unser ist ein wunderbares Gebet dieses Herausgehens aus uns selbst, dass wir nicht bei uns selber bleiben, sondern wir nennen Gott einmal unseren Vater. Also wir stehen in seinem Blick, wir stehen in seiner Liebe, in seiner liebenden Abhängigkeit. Er sorgt für uns, er tut alles für uns. Und wir beten Vater unser, das heißt, ich bete nicht mein Vater, sondern ich bete in der Gemeinschaft der ganzen Kirche. Eigentlich noch mehr, ich bete in der Gemeinschaft der ganzen Menschheit, weil Gott ist der Vater aller Menschen. Und dann beten wir weiter, geheiligt werde dein Name. Das heißt, wir geben ihm die Ehre. Wir wollen seinen Namen heiligen. Und die Ehre, die wir ihm geben, fällt auf uns selbst zurück. Wenn wir wirklich Gott loben, wenn wir ihn preisen, wenn wir ihm die Ehre geben, wie wir das ganz oft im Lobpreis tun, wenn wir das wirklich von ganzem Herzen tun, dann erleben wir das, dass sein Name geheiligt wird, aber gleichzeitig wir in uns merken, wir werden frei dadurch. Wir kommen wirklich in die Berufung, seine Kinder zu sein, vor ihm zu singen, zu spielen, wie kleine Kinder, vielleicht auch vor ihm zu tanzen. Wenn wir seinen Namen groß machen, werden wir selber groß. Wir werden frei, so wie Maria es gesungen hat im Magnificat. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und Maria wusste, er hat auf ihre Niedrigkeit geschaut, aber dadurch wurde sie gleich groß, innerlich groß und ganz frei. Und so geht es im Vater Unser eigentlich genau weiter, dass wir rufen, dein Reich komme. Es geht nicht um mich, es geht um sein Reich, weil wir wissen, er und sein Reich ist das Beste, was uns geschehen kann. Gott hat immer die besten Absichten mit uns und er will immer, dass es uns gut geht. Und auch da wieder, er will das nicht nur für mich, Gott hat die ganze Welt im Blick. Und wenn wir alles Unheil, alle Katastrophen sehen, dürfen wir wirklich wissen, Gott lässt diese Dinge zu, er lässt sie zu, damit wir ihn neu entdecken. Und das dürfen wir in der Gemeinschaft der Kirche, in der Gemeinschaft der Welt für alle beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Erfüllung, nach der wir uns ausstrecken. Im Himmel wissen wir, geschieht sein Wille. Im Himmel ist das Vollkommene, aber der Himmel kommt auch auf die Erde, der Himmel öffnet sich und wir leben hier als Pilger auf dieser Erde und haben diesen Vorgeschmack des Himmels und das dürfen wir leben. Das heißt, wir haben diese Zuversicht, wir haben die Hoffnung, wir haben das Lächeln auf unserem Gesicht, das wir hineintragen dürfen in diese Welt. Wir dürfen sein Reich in diese Welt tragen. Ja, und dann erlöst uns Gott auch von unserem Bösen und wir bitten um die Vergebung unserer Schuld. Das ist nochmal eine ganz eigene Thematik, die diesen Rahmen jetzt schenken würde. Aber ich möchte einfach nochmal sagen, das Vaterunser vor der Eucharistie auch zu beten oder es in der Eucharistie zu beten, hilft uns selber mehr und mehr zur Eucharistie zu werden. Zur Eucharistie werden heißt, so zu werden wie Jesus, ein Mensch, der sich hingibt, der sich schenkt, der mehr auf den anderen schaut, auf als sich
Und das können wir aus uns selber nicht. Dazu muss uns der Geist immer mehr zu Hilfe kommen. Und dann stimmt es auch, dann wird es wahr. Und wir können es für uns als Wahrheit erkennen, was Jesus im Johannesevangelium gesagt hat. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben gibt für seine Freunde. Die Liebe ist immer etwas, was sich schenkt. Und Christus ist der sich uns unaufhörlich ganz schenkt. Aber nicht, damit wir ihn für uns behalten, sondern dass wir hinausgehen und ihn weiterschenken. Und in dieser Abhängigkeit als Kinder leben wir vor dem Vater. Amen. Praise the Lord. 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 Let's praise the Lord for the wonderful things He is working through our dear sister Sahayam. Praise the Lord. Hallelujah.